Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin der Ramses, das ist der Hannes und wir haben hier wieder unsere, die von da drüben, die Bier-Tasting-Gläser am Start, denn wir wollen heute ein ganz besonderes Bier tasten, das ist dieses 4-Pack Iron Maiden Bier. Der Hannes hat das richtige T-Shirt an. Die erotische Made in Perfektion. Das ist der Hannes. Hier steht Iron Maiden obendrauf. Die Iron Maiden Crew Bier. Dann steht da noch, was steht da noch? Da ist eine Handgranate. Crew Republic. Dann ist es Story of Trooper X Crew. Mit einem Barcode, wenn du den abscannst, da kannst du die ganze Geschichte dahinter erfahren. Das ist nämlich Trooper Bier, das ist ein Progressive Lager und das sieht einfach genial aus. Denn hier, wie heißt das Maskottchen von Iron Maiden? Eddie, glaube ich sogar, ja. Du ja. Bist Iron Maiden-Fan mit dem Iron Maiden-T-Shirt und weißt es nicht. Der Hannes ist einfach die Blamage 2023, ja. Also... Ich sag, na, so ein extrem Iron Maiden-Fan bin ich nicht, aber ich bin auch Fan zwar, aber nicht extrem. Der Eddie Guerrero, Ed von Schleck, hat auf jeden Fall jetzt hier, der kommt da aus dem Bierkarton raus und der hat auch eine Handgranate in der Hand. Und da steht Crew Republic Trooper Progressive Lager, created by Iron Maiden. Revolutionary Beer from Germany. www.crewrepublic.de. Das Design ist auf jeden Fall ins Auge geschossen. Das haben wir im Rewe gesehen. Ich habe es mitgenommen. Der Hannes hat sich gefreut. Das möchten wir jetzt mal testen. Das ist ein 4-Pack. Das sind 4 Dosen drin. Wir werden 2 Dosen testen und 2 werde ich noch mitnehmen zum Geburtstag vom Ramses, dem Dichten. Das ist der Typ da neben mir, der da hinten sitzt. Und das sieht so aus. Ihr habt ja auch einen silbernen Nippus. Ihr habt ja dieses Crew Republic. Ihr habt hier drüben, da steht Iron Maiden X Crew Republic. Ihr habt hier vorne Trooper Progressive Lager, nochmal das Symbol, das Icon, das alles. Wir haben heute schon mal Biertastings gemacht. Und ja, du kannst immer noch, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, mit der Granate hier oben und hier diesem Scan, kannst du da die ganze Geschichte hinter dem ganzen Teil erfahren. Wie viel Prozent hat das? Hannes, das ist deine Aufgabe jetzt rauszufinden, wie viel Prozent dieses Bier hat. Original, in der roten Edition. Wir haben jetzt unsere Bier-Tasting-Gläser. Wir machen das jetzt mal auf. Das sieht dann so aus. Hannes! Der Hannes schläft schon wieder. Der kommt morgen nochmal zurück. Und dann macht er vielleicht auch sein Bier auf. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Hopfen ist Herkules, Tradition. Der Fahrer. Hersbrucker, Mosaik, Malz, Pilsner, Münchner. Wie kommt das jetzt aus München oder was? Also ich meine, das Iron Maiden ist doch eigentlich eine amerikanische Band, Englische. Oder? Englische. Englisch. Das kommt hier aus Andreas Danzerweg 30 unter Schleißheim, Germany, steht da drauf. Tja, liebe Kühllager. München. Malz ist auch mit drin. München. Wir haben das jetzt extra im Gefrierfach gehabt für 3 Jahre, damit wir jetzt einen kurzen One Republic Crew Shot Trooper Bass haben zum Ameise einfüllen. Guckt ihr das an. Wir füllen das Bier jetzt mal in dieses Bier-Tasting-Glas. Das hat nicht so gut funktioniert. Da sehe ich aber schon, dass es eine richtig goldene Note hat. Das perlt auf jeden Fall nach oben. Das ist ein ganz klein wenig trüb. Das ist der Hannes. Der hat auf jeden Fall eine Schaumkrone. Jetzt läuft es runter auf seinen Daumen. Das ist das Trooper Bier von Iron Maiden Trooper Crew Republic Progressive Lager. Das wird immer komplizierter. Sieht geil aus. Das wollen wir jetzt mal probieren. Und 2 Dosen sind noch über. Die nehmen wir mit an den Geburtstag. Genau wie Cybert's. Genau wie dieses Fireball Cinnamon Shot
Whisky, Zimt, Likör, Lager. Genauso wie alles andere. Natürlich, wir haben schon alles probiert. Wir haben hier schon durch. Du bist der Hannes. Prost. So, Moment, jetzt kommt's. Und er ist der Ramses. Jetzt erzähl mir nicht, dass dir das schmeckt. Hannes, dein Feedback, du bist gerade so begeistert bei der Sache. Hannes muss erstmal Worte für finden. Nee, es könnte. Es ist. Ach, jetzt kritisiere das plötzlich doch. Nein, nein, ich kritisiere es jetzt nicht. Genau. Also. Es ist etwas herb, aber es ist nicht schlecht. Mir schmeckt's. Definitiv. Gibt nichts anderes. Mir schmeckt's. Ich fand, herb, aber es ist gut. Die 3 Liter Flasche Rotterbräu hat mir besser geschmeckt, obwohl die Bad warm war. Aber das ist irgendwie so ein bisschen. Ich finde das ein bisschen wässrig. Gleichzeitig finde ich, geht das ein bisschen in diese IPA-Richtung, wo es ein bisschen so nach Seife schmeckt. Das ist nicht stark vertreten, aber das hat schon so ein paar Allüren. Also wenn das mehr ist, dann ist das schon wieder so richtig seifig. Das hat ein paar Ambienten davon, seifig zu sein, obwohl es nicht ganz seifig ist, geht aber in so eine komische, helle, klare Richtung. Aber da muss ich sagen, das schmeckt mir das besser als das von AC/DC. AC/DC? Haben wir AC/DC-Bier schon mal gehört? Kann ich mich nicht erinnern. Das war das AC/DC. Doch, wo ich doch mitgebracht habe, die zwei. Ach, zieh die Schuhe aus. Ich kenne nur Motorhead. Haben wir getrunken. Ah, Motorhead, genau. Motorhead war nicht AC/DC. Motorhead, genau. Die dreckige Sonne ist wieder da. Guck. Ja, aber da schmeckt mir das von Iron Maiden besser als das von Motorhead. Aber willst du mir sagen, dass du die komplette Dose in dein erstes Glas reingekriegt hast? Weil ich habe jetzt schon ein zweites Glas voll und die Dose ist immer noch nicht leer. Hannes schenkt sich einmal ein, die Dose ist leer, wie geht das denn? Haltbar bis 10.05.24, das ist genial. Also mir, das ist mir ein bisschen zu trüb, das ist mir ein bisschen zu Spülmittel von der Farbe her. Das ist mir ein bisschen zu Spülmittel vom Geschmack her. Es gibt deutlich schlimmere, extremere. Was ich alles in den Bier-Adventskalendern gesehen habe, ist das alles viel schlimmer als das. Aber für mich hat das trotzdem so ein bisschen Touch davon. Ich wäre damit nicht froh, wenn die Dose leer ist. Okay, sieht auf jeden Fall genial aus. Ist eine Dose, kannst du dir auch aufheben. Das glänzt richtig, das sieht stark aus. Aber so nochmal unbedingt kaufen würde ich es jetzt nicht. Als Geschenk vielleicht für jemanden, den du nicht magst, sagst du, guck mal, für dich. Stirb, und dann freut er sich und sagt, oh, das ist aber lieb von dir. Und dann probiert er es und denkt, die Sau. Und dann weiß er genau, was gespielt wird. Ich bin ja mal gespannt, ob es das Bier auch auf dem nächsten Konzert gibt. Hannes sammelt Wespen, da sind schon 2. Eine an der Schulter, eine an der Dose. Eine ist weg. Ist seine Dose jetzt leer? Ja. Ich weiß nicht, wie er das macht. Meine ist nicht leer. Gib mir mal einen Prost. Oh, Prost. Dann muss ich nämlich kurz mal abtrinken, dass ich die Dose noch leer machen kann. So, pass auf. Da ist noch was drin. Dieses seifige IPA-Feeling. Wow. In der Dose. Guck dir das an. Das sieht gut aus. So muss das aussehen. So steht's auf dem Kopf. Das ist original. Ich glaube, wir haben gar kein Bild fürs Thumbnail gemacht. Wir hätten ja eigentlich mal diese Dose vom Design hier reinhalten müssen. So. Das könnte das Thumbnail sein. Das Thumbnail immer am Ende machen, wenn man weiß, dass man es vergessen hat. Dann passt das. Der Hannes hat leer. Ich habe immer noch so viel ironische Made im Glas. Und wir müssen gleich noch auf den Balkon, müssen noch ein Chili-Tasting machen, Soßen-Tasting. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Fallout. Euer Ramses, euer Hannes. Dir schmeckt's, dir hat's gefallen. Du würdest das auch nochmal kaufen, hast du gesagt. Auf dem Konzert definitiv, wenn es auf ein Konzert geben würde, auf jeden Fall. Ja, auf dem Konzert, da kauft man ja alles, weil dann ist man ja eh schon mittendrin in einer ganz anderen Welt. Aber so für den privaten Gebrauch brauche ich es jetzt nicht nochmal. Ich sag dir ehrlich, ich finde es schade, dass es Rockavaria nicht mehr gibt in München, weil da war nämlich Iron Maiden
Iron Maiden war nämlich dort und Iron. Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden. Iron. Und ja, alles quer mit ein. Aber die waren dort und schade, dass es bei uns nicht mehr gibt in das Rockavaria. Das haben die dicht gemacht. Und er zeigt deine Brust hier. Also red doch weiter! Ich hab doch nur eher, dass du hier da drauf bist. Also fertig, meine ich. Ich finde immer schade, dass das Rockavaria nicht mehr gibt, weil es war wirklich geil. Da waren 4 Bühnen aufgebaut oder 3 Bühnen. Da hat es immer Konzerte gegeben. Es war richtig geil, aber schade, dass es nicht mehr gibt, weil es wäre wirklich sehr geil. Wir waren dort. Konnte man sich die Konzerte oder die Bands aussuchen, wo man hingehen möchte. Und dann ist man einfach hingegangen und hat man die Bands sich einfach angehört von vorne bis hinten. Wieso gibt's das nicht mehr? Weil München es nicht mehr will. Es ist zu laut. Zu laut? Zu laut. München sagt, es ist zu laut. Ja, weil es drüber nachdenken, Olympiazentrum, was das heißt. Olympiazentrum wurde das gemacht, wo das Olympiastadion war. Es war im Olympiastadion waren eine Bühne und 3 waren außerhalb des Olympiastadions. Das war richtig geil und es war halt alles abgesperrt und da konnte halt keiner mehr rein und keiner mehr durch. Und das haben sie halt abgeschafft. Es war 2-mal und haben sie es abgeschafft, München. Obwohl sie eigentlich ziemlich viel Geld damit, glaube ich, gemacht haben. Bestimmt. Aber die haben so viel Geld gemacht, dass sie es die nächsten Jahre nicht mehr gebraucht haben. Deswegen würde ich sagen, das war es von meiner Seite aus. Kennt ihr das Iron Maiden Bier? Habt ihr das schon mal gesehen? Das habe ich im Rewe gesehen. Im Rewe in Meiningen stand das im 4-Pack im Regal. Habe ich gedacht, da freut sich der Hannes. Auf jeden Fall. Wenn er was sieht, was irgendwas mit Metal zu tun hat oder sonst was, das Design, spricht ihn bestimmt an. Bier findet er sowieso gut, egal was es für Bier ist. Ja. Deswegen musst du das mitnehmen, musst du mal testen. Kannst du 2 Dosen noch zum Geburtstag einführen. Wenn du jemanden nicht magst, sagst du, hier, trink doch mal so ein Iron Maiden Bier. Obwohl der Hannes sagt, ich trinke die freiwillig, die schmecken doch selber so gut. Ich trinke ja selber, geht nichts. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Und mach's gut. Wir haben noch ein Chili-Tasting vor uns. Gute Nacht.